Ja, guten Tag. Mein Name ist Maulwurf. Ja. Bin ich da bei den Computerleuten? Ja, richtig. Ja, Es das geht ist. von Bitte? Windows her. Ja, es geht um Windows. Da habe ich scheinbar ein Virus auf meinem Computer. PC-Computer. Okay. Können Sie mir da vielleicht helfen? Ja, wir helfen Ihnen. Ja, das ist gut. Und Ich höre auch seit immer so eine PC-Computer-Stimme. Das ist also auch so ein Problem, ne? Okay, und seit wann liegen Sie dieser Problem? Ja, seit 3 Minuten. Okay, so Herr, machen Sie keine Sorge, ich Ja. helfe Ihnen weiter. Das ist sehr nett Okay? von Ihnen. Wo habe Okay, ich denn so jetzt Herr, angerufen? Wo sitzen Sie denn? wir sitzen in ganzen Europa, aber Ihr Anruf gelandet in Berlin, In okay? Berlin, das ist schön, da habe ich auch lange gewohnt. Okay, so Herr, können Sie zuerst Ihre Rufnummer uns geben? Moment bitte. Ich habe mal niesen müssen, Verzeihung. Ja, das ist 040 Warten Sie, 040 69.9 Nein, 69 nein, neun. 69. Ja, genau, 73 14 und die Langsam zwei bitte. Langsam. 73 7, 3, 14 14. ja und die 2. Okay. Jetzt ich wiederhole einmal, checken Sie. Ja. 040 Ja. 69 73 142. Okay. Hallo. Ja, ich kann Sie hören. Ja. Was muss ich denn jetzt mit dem Computer machen? Hey, wir bereinigen dieser Problem zusammen, okay? Ja, gut. Ja, zusammen Sie sollen meine Anleitung folgen, dann wir bereinigen dieses Problem, okay? Ja. So einmal sagen Sie mir, welche Gerät ist es? Es ist Laptop oder Computer? Das ist ein PC-Computer. Okay, Herr, warten Sie. Also nicht so einer zum Aufklappen, sondern so zum Hinstellen. Da steht vorne drauf Rendermaschine, falls das weiterhilft. Sagt Ihnen das was? Ja, Herr, jetzt folgen Sie meiner Anleitung. Ja. Sehen Sie auf Ihrem Tastatur ganz unten links, es gibt eine STRG-Taste. Gibt es? Ja, neben der Windows-Taste, genau. Ja, so jetzt halten Sie diese Windows-Zeichen-Taste zuerst und Ja. gleichzeitig R wie Rudolf. Beiden Tasten zusammen und gleichzeitig gedrückt halten. Ja, Rudi Winkler habe ich gedrückt. Da ist jetzt ein Fenster aufgegangen. Da Ja, steht, warten warte Sie. mal, ausführen. Richtig. Ist Jetzt lange her, halten dass ich Sie eine die. Dame ausgeführt habe, ne? Ja, so jetzt beiden Tasten loslassen und schreiben Sie hier alles klein, dreimal W wie Wilhelm. W, W, W. Dann Punkt. Ja. Dann S wie Siegfried. Siegfried. U wie Ulrich. Ulrich. Dann zweimal B wie Paula. Ja. O wie Otto. Otto von Bismarck, ja. Dann R wie Rudolf. Rudi Winkler, ja. T wie Telefon. Telefonziege, ja. Dann Punkt. Als Satzzeichen oder als Wort schreiben? Hey, Sie sollen Punkt geben. Einen Punkt, ja, da sagen Sie das doch gleich. Ja? Dann M wie Martha. Martha? Ja? Dann M wie. Dann E wie Emil. E wie Emil, ja. Punkt ME. Ja, jetzt einmal vorlesen, was haben Sie geschrieben? W, Punkt S, U, P, P, O, R, T, Punkt ME. Jetzt klicken Sie auf OK. Na gut. Dauert das denn lange, den Computer zu reparieren?
Ja, jetzt bekommen Sie etwas Neues auf Ihrem Bildschirm? Nee, da ist nichts passiert. Ah, der arbeitet scheinbar noch. Ah, Okay. jetzt ist da eine Seite aufgegangen. Was steht da? Ententaste und Elfentaste, das hatte ich mir notiert. Und hier steht, also das Wort, das wäre gleich, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Support, Verbindung. Geben Ja, Sie richtig. Ihren sechsstelligen, keine Ahnung, irgendwas ein und klicken Sie dann auf Download starten unten. Ja, jetzt ich gebe Ihnen sechsstellige Code. Schreiben Sie dieser sechsstellige Code. Ja. 262. 262. Ja, weiter. Dann 442. 442. Und soll ich das dann runterladen, ja? Warten Sie, ich tue es, ich wiederhole, dann einmal checken Sie. 262 Chicken? 4. Checken Sie her, einmal sehen Sie, Na Sie gut, haben es nicht aber ich mache geschrieben. das nur einmal. So, jetzt kann ich das runterladen, ja? Ja, jetzt klicken Sie auf Download starten. Ich verstehe, Sie wollten einfach nur mal mein Hühnchen hören, aber das kann ich nachvollziehen, weil das ist ja eine gewisse Ehre, ne, dass man das live mitbekommt. So, Ja, Sie sollen da steht, Download starten das klicken. habe ich doch gemacht, da steht jetzt MSCIT Ja. Services PVT.limited. Die Ja, jetzt einmal. Benutzerkontensteuerung ist auf diesem Computer aktiviert. Klicken Sie auf OK, damit Klicken Sie OK. Rescue ein Upgrade Ihrer Sitzung durchführen kann. Klicken Sie OK. Ja? Jetzt Sie bekommen eine Ja-Option, dann klicken Sie auf Ja. Habe ich gemacht. Ganz gewissenhaft, ne? Bin ja ein Vorzeigeopfer. Da war gerade ein Geräusch. Da ist jetzt, die Windows 4er hat einige Funktionen dieses Programms blockiert. Soll ich abbrechen Ja. drücken oder zulassen? Klicken Sie zulassen. Na gut. Da steht Thomas, aber Sie sind nicht Thomas, oder? Ja, unser Chef heißt Thomas, Herr. Ach so, der Chef heißt Thomas. Sind das Sie jetzt oder ist das der Thomas? Wie bitte? Thomas Anders? Ja, Thomas ist andere Person. Ach, Thomas Anders ist Ihr Vorgesetzter. Das ist ja interessant. Ist Dieter Bohlen auch da? Arbeitet er auch bei Ihnen? Hat er jetzt eine neue Beschäftigung gesucht, ne? Ja. Und Herr, wie alt ist Ihr Computer? Ich bin 73 Jahre alt. Nein, Herr, Ihr Computer. Oh, das weiß ich nicht. Den habe ich auf dem Flohmarkt gekauft. Und mein Okay. Enkelsohn, der hat mir dieses, wie heißt das, Vertriebssystem, das hat er mir neu gemacht, weil das sehr alt war. Und der funktioniert eigentlich ganz gut, außer dass der manchmal ein bisschen langsam ist, ne? Aber das bin ich ja auch. Wir Okay. synergieren da sehr gut zusammen. Manchmal Okay, ist das so, und zum Beispiel so, wenn ich jetzt hier schreiben würde: Hallo, mein Name ist Maulwurf. Dann ist manchmal das Problem, ich bin schon fertig mit dem Schreiben, aber so ganz langsam kommen erst die Buchstaben. Verstehen Sie das Problem? okay. Und Herr, benutzen Sie diese Laptop alleine oder mit jemandem? Nee, das ist ja kein Lappetop, das ist ja so zum Ja, Hinstellen. Computer. Das ist eine Ja. Rendermaschine 3, da steht Schneiden, Rendern, Hochladen drauf. Das ist wahrscheinlich das Firmenmotto. Okay. Und Herr, bekommen Sie eine OK-Option auf Ihrem Bildschirm? Nee. Okay. So, Herr, jetzt bin ich mit Ihrem Gerät verbunden. Oh. Und ich kann hier auch sehen, wie Sie sehen können. Außerdem, ich kann Ihre Maus auch bewegen. Jetzt bewegen Sie Ihre Maus nicht. Okay. Wohin soll Jetzt ich die ich bin. bewegen? Hier unten hin wieder?
Sie sollen nicht bewegen. Ach, nicht Lassen Sie bewegen. Ihre. Ich lasse die Maus Richtig. frei, ja, das ist kein Problem. Ja. Danke schön, Herr. Jetzt ist Checker. Warum liegen Sie diese Fehler? Ja, also vielleicht hilft Ihnen das weiter. Ich wollte mir die letzte Staffel von Vikings runterladen, ne? So auf so einer File-Sharing-Seite. Und dann ist da dieser Okay. Virus-Dings da gekommen und dann habe ich den Rechner schnell ausgemacht. Okay. Haben Sie Ihr Gerät ausgemacht? Ja, natürlich, das ist ja gefährlich, ne? Ja, aber hey, Sie sollen nicht Ihr Gerät ausmachen, weil dieser Problem liegt in Ihrem Gerät. Sie Ach so. kriegen dieser Fehler wieder und wieder, Ach okay? so. Ja, jetzt ist Checker, warum fliegen Sie? Und darf ich fragen, letzte Mal, welche Seite haben Sie besucht? Das war eine Spielseite Ja, oder das war Movie-Seite? eine Spiele- und Filme-Seite, wo man dann halt, sag ich mal, sich so Filme runterladen kann und Serien halt auch, ne? Okay, ich checke. Warum haben wir eigentlich so ein Rauschen in der Leitung? Ist das von mir oder von Ihnen? Okay, und Herr, bekommen Sie diese Fehler zum ersten Mal? Ja, ich habe da vorher nie Probleme gehabt mit, ne? Weil ich lade mir Okay. ja immer gerne den Schlagerstadl runter und auch die Sache, da können Sie dem Herrn Anders mal ein Kompliment ausrichten. Seine Musik, die lade ich mir auch immer runter und die vom Dieter Bohlen sowieso, ne? Okay. So, Können Sie wenn denn jetzt ich mal, die ja. Lieder vom Herrn Anders, dass wir da vielleicht mal ein Duett anstimmen können? Bitte noch einmal. Ob Sie, der Thomas, der arbeitet ja bei Ihnen, ob Sie seine Lieder auch kennen? Ja, Herr, ich Ja? möchte fragen, letzte Mal Sie haben oder jemanden hat eine unsichere Seite oder Werbung angelegt. Ja. Deswegen Sie fliegen diese Fehler, Ja, okay? ja. So, wir müssen dieses Problem sofort wegmachen, Das okay? ist gut. Oh, Sie oh. Ja, sehen Sie, Sie Microsoft bekommen diese Sicherheitsalarm, Fehler Fehlernummer wieder, richtig? Ja, da ist es ja Der schon Computer wieder. hat uns alarmiert, dass er mit Ja, Sie schädlichen bekommen Trojanern diese infiziert Fehler. wurde. Sehen Sie Diese auf Viren Ihrem schicken ihre Bildschirm, Kreditkarten, richtig? Ja. Daten, Facebook-Logins sowie So, wir persönliche und müssen private diese Daten über Problem Remote sofort IP-Adressen an wegmachen. Hacker Und weiter. bitte, wenn Sie Bitte dieses rufen Sie uns Problem nicht sofort unter der wegmachen, dann angegebenen Ihr kostenlosen Gerät Nummer geht an, damit unsere automatisch kaputt, okay? Microsoft-Support-Ingenieure Oh Sie und nein. wir den müssen Lösungsvorgang dieses führen können. Problem sofort Wenn Sie diese Seite wegmachen. schließen, So, bevor Sie jetzt uns ich anrufen, mache müssen Sie Ihren Swisscan Computer von deaktivieren, damit Microsoft weitere und Schäden checken an unserem Ihre Netzwerk alle verhindert wichtigen werden. Dienste von Außerdem würden wir eine Microsoft. Kopie dieses Berichts an Zuerst die ich checke, Netzsicherheit wie schicken, viele um weitere Schäden Trojaner einzuleiten. und Viren darin. Oder was ist die Grund Ja. dafür? Fehlernummer Okay? Dann Können wir das mal wieder der stumm Computer hat schalten? uns alarmiert, dass er mit schädlichen Trojanern infiziert wurde. Können Sie das mal Diese leise Viren machen? Ich kann schicken Sie nicht Kreditkarten, verstehen. Daten, Facebook-Logins sowie persönliche und Okay, ich private mache, Daten warten über Sie. Remote IP-Adressen an Hacker weiter. Bitte rufen Sie uns sofort unter der angegebenen kostenlosen Nummer an, damit unsere Microsoft-Support-Ingenieure Sie per Telefon durch den Lösungsvorgang führen können. Wenn Sie diese Seite schließen, bevor Sie uns anrufen, müssen wir Ihren Computer deaktivieren, damit weitere Schäden an unserem Netzwerk verhindert werden. Außerdem werden wir eine Kopie Guck mal, dieses da muss man Berichts draufdrücken. anzuleiten. Fehlernummer Hey, bewegen Sie Ihre DW6VD36. Maus nicht? Ne, Lassen Sie Maus du, frei. ja, aber du kriegst Der es ja Computer nicht hat hin. uns Du musst da alarmiert, unten dass auf den diese Viren Lautsprecher diese drücken. Viren schicken Guck Ihre mal, da Kreditkarten. muss man draufdrücken. Jetzt ist das leise. Jetzt können wir weiter reden. Ja, so Danke. jetzt lass. Also stelle ich Ihnen Ja. mit 89 Euro dann auch in Rechnung, ne? Weil das ist ja ein schwerwiegender Eingriff, den ich da gerade durchführen musste. Okay. Und hier bekommen Sie diese Fehler zum ersten Mal. Das ist richtig. Ja, das ist das erste Mal, dass ich diesen Fehler bekomme. Okay, so jetzt warten Sie, ich checke. Sehen Sie, Sie haben Microsoft Windows Version 10. Jetzt ist Markus Nee, dran. da steht doch Windows 6.1, stand da doch Ja, gerade.
Richtig. Jetzt sehen Sie, diese schwarze Bild läuft. Ja, ich sehe das schwarze Bild laufen. Wo läuft das denn hin? So schnell Ja, komme ich ja gar nicht hinterher. ja, wegen dieser Seite, wegen dieser illegal verbotenen Seite, Ihr Gerät hat so viele Trojaner und Viren bekommen. Ja, aber können Sie das Okay? nicht, können Sie das nicht wenigstens richtig schreiben, wenn Sie da versuchen, mich durch den Kakao zu ziehen? Ja, sehen Sie auf diesem schwarzen Bild, das ist das Ergebnis. Können Sie einmal vorlesen hier? Ja. Oh, hören Sie mal auf, der Bildschirm ist ganz neu, Sie können ihn doch nicht einfach anmalen. Also Ja. ich bin mal so frei, ne, weil das soll ja auch überzeugend wirken. Also ich habe ja visuelles Marketing studiert. Guck mal, das Wort, das Sie suchen, das heißt Trojaner und wird, Ja. huch, jetzt habe ich mich verschrieben, das wird vorne groß geschrieben, weil es ein Namenwort ist, ne? Und bei Viren ist es ja im Prinzip das Gleiche. Und wenn Sie es dann richtig, sagen wir mal, sag ich mal, gut machen wollen, dann schreiben Sie noch dahinter gefunden, Bereinigung dringend erforderlich. So, jetzt können wir machen. Also, ich habe 888 Viren und 98.753 Trojaner auf meinem Computer. Können Sie das reparieren? Ja, Herr, wir reparieren dieses Problem, okay? Ja. Hallo. Ja. So, Herr, jetzt ist, ja, so ich möchte sagen, wenn Sie dieses Problem bereinigen wollen, es Ja. kostet Ihnen auch. So wollen Sie weitermachen? Was kostet das? Herr, es kostet Ihnen mindestens 200 Euro, weil das Problem ist eine Sicherheit. So, wir möchten eine Sicherheit aufbauen, Ja. damit Sie einfach mit 100% Sicherheit im Internet arbeiten. Es kostet Ihnen mindestens 200 Euro, aber Mindestens wir 200 haben... Euro? Na gut, aber der Ja. Computer muss ja repariert werden. Ich muss ja Vikings weitergucken. Ja, so jetzt... welche Sicherheit wollen Sie nehmen? Am liebsten Billy Boy. Die sind am besten. Okay. Okay, warten Sie. Notepad. Ja. Da ist schon wieder ein neues Fenster aufgekommen. Ja, jetzt ich mache. Hey, wir brauchen nur 30 Minuten. 30 Minuten? Ja, dieser Problem zu wegmachen. Ja, wir können Okay. uns ruhig ein bisschen Zeit lassen, weil die Leute mögen das, wenn das ein bisschen länger geht, ne? Ja, wir brauchen nur 30 Minuten Ich mag und auch, wir wenn es länger haben, geht. ja, wir haben diese Möglichkeit 5-Jährige oder lebenslang. Okay, wenn Sie gehen mit 5-Jährigen, dann Sie bekommen Sicherheit für ganzes 5-Jährige plus eine extra PC-Hilfe. Das bedeutet, wenn Sie zu Hause oder in Zukunft ein neues Gerät kaufen, dann Sie Wenn ich in können der Sie Zukunft ein neues Gerät kaufe, haben Sie eine Zeitmaschine da oder kann man die ausleihen bei Ihnen? Ja, Sie können uns rufen. Wir installieren diese gleiche Sicherheit in Ihrem anderen Gerät kostenfrei für Sie, weil Sie Oh. haben unseren 5-jährigen Plan genommen. Okay? Ja, 5 Jahre. Plus Sie bekommen kostenlos Wartung für ganzes 5-jährige. Und das ist kostenfrei, okay? Das bedeutet, unsere Techniker rufen Sie jeden Monat ein- oder zweimal und überprüfen Ihr Gerät, okay? Ja. Dann Sie kriegen diese Fehler nie bis ganz in 5-Jährige. Dann zweite Möglichkeit, wir haben lebenslang für ganzes 100 Jahre, Sie bekommen Für 100 Sicherheit. Jahre? So lange lebe ich doch gar Ja. nicht mehr. Ich bin Hey. 71. Ich wünsche Ihnen 100 Jahre Leben. So machen Sie keine Ja, Sorgen. ich habe ein Okay? gutes Karma, das klappt schon. Ja, plus Sicherheit für ganzes 100 Jahre. Plus Sie bekommen 3 extra PC-Hilfe. PaySafe? Okay? Ja, 3 extra PC-Hilfe. Das bedeutet, wenn Sie zu Hause oder in Zukunft ein neues Gerät kaufen, dann Sie können uns rufen. Wir installieren diese gleiche Sicherheit in einem anderen Gerät kostenfrei, weil Sie haben 5 Jahre dieser lebenslangen Plan genommen. Okay? Also Sie reparieren jetzt meinen Computer und dann habe ich noch mal 100 Jahre lang Ihre Hilfe.
Ja. Und was passiert, wenn Thomas lebt ja auch keine 100 Jahre mehr? Was machen wir denn dann? Hey, dann bei Ja? Weil ich möchte ja schon gern, dass der Computer repariert wird, ne? Ja, hey, das bedeutet, wenn Sie ein anderes Gerät auch haben, dann wir installieren diese Sicherheit in einem anderen Gerät auch. Ach Okay? so, weil ich habe auch noch einen Ja. Drucker und einen Scanner und so ein Etikettengerät, weil meine Frau, die bestiftet ja immer die Vorratsdosen. Da steht dann da drauf Mehl, Zucker, Speisestärke, Ja. Ziegenhaare, Krabbensaft, so die ganz normalen Sachen halt, ne? Ja, so einmal entscheiden Sie sich, welche Sicherheit wollen Sie nehmen, diese Also, 5 Jahre jetzt muss oder ich ja. Oh, lebenslang? wo ist das denn jetzt wieder hin, das Schild von Ihnen, was Sie da gerade hatten? Ja. So, lassen Sie Suez Maus frei. Aber wir haben die liebevoll aufgezogen über mehrere Jahre. Soll ich die jetzt freilassen? Ist aber kein gutes Wetter draußen. Die schafft das doch nicht. Okay, so hier warten Sie. Wo ist denn jetzt Ihr Angebot hingegangen? Ja, ich warten Sie hier. Das ist alles schwierig, ne? Brauchen Sie technischen Support vielleicht ein bisschen? Ist alles nicht so einfach, ne? Wenn die Leute sich nicht, ich sag mal, von Schnurgerade fertig machen lassen, sondern Fragen stellen, das bringt sie immer durcheinander. Sind Sie denn auch ein Ja. Ingenieur? Wie bitte? Sind Sie ein Ingenieur? Ha, da ist es wieder. Hast erstmal Hilfe gebraucht, ne, um das wiederzufinden. Ist echt nicht einfach, ne? So ohne Schulbildung und Ausbildung und irgendwelche Perspektiven, da macht man halt sowas. Aber dann sollte man es halt schon so machen, dass die Leute das auch ernst nehmen, weil das ist ja ziemlich stümperhaft, ne, was die da vortragen. Das wollten wir doch haben. Aber schauen Sie mal, so ein Werbungblocker, den kann ich mir ja einfach runterladen. Ja, so hey, wir haben diese Möglichkeit. Okay, ich habe es schon geschrieben. Jetzt Ja? schreibe die Kosten auch. Was Okay? ist denn Ja. ein, warte mal, was ist denn ein Advanced System Care? Was ist das? Ja. Car heißt Auto, ne? Das weiß ich, kann kein Nein, Englisch, nein, aber. nein. Das ist nicht diese Car. Sondern was für ein, ist das ein Kleinwagen oder ist das so ein Krankenfahrstuhl? Advanced System Care bedeutet, wir installieren eine Software, das ihnen hilft, die gesamte Trojaner und Viren zu blockieren. Dann sie kriegen keine Viren, keine Trojaner in ihrem Gerät. Okay? Aha, das ist gut. Und was ist mit Ransomware? Kommt die noch drauf? Wie bitte? Ransomware, WannaCry und so. Ja, warte jetzt nicht, dass Sie das kennen, aber ich frage trotzdem, weil Sie sind ja ein Ingenieur, ne? Ja. Ja. Ist das so schwierig mit den Zahlen? Ist Ja, warten Sie, das Ihr erster Tag heute? Nein, nein, Herr, es gibt einen Fehler mit unserer Verbindung, deswegen das geht nicht. Oh, die Okay? Verbindung ist da. Sie sind doch die ganze Zeit am Klicken, wie so ein Eichhörnchen, das versucht, die Nuss aufzumachen. Eben waren es noch 699, jetzt machst du 999 draus, ne? Das sind Nein, ja hier nein. Preissprünge wie nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, warten Sie, Herr, ich mag, warten Sie. Meine Güte. Dann machen wir mal ein Sonderangebot, ne? Weil heute Freitag ist. Ist, glaube ich, heute ist Freitag, ne? Ja, Herr, warten Sie. Worauf denn? Ich glaube nicht, dass das noch Nur. besser wird bei Ihnen. Ja, warten Sie, nur eine Minute. Ach nee. An der Nordseeküste.
Hallo. Ja, Herr, jetzt schreibe die Kosten auf einmal. Sehen Sie, wenn Sie nehmen diese 5-Jährige, dann es kostet Ihnen 499 Euro. Und wenn Sie nehmen diese lebenslang, dann es kostet Ihnen 599 Euro. So, welche Sicherheit wollen Sie nehmen? Ah, oh, da ist lebenslang ja günstiger, ne? Ist das mit oder ohne Steuer? Hey, das ist ohne Steuerung. Ohne Steuerung? Nee, ich meine, Steuerung kann ich ja selber machen, weil ich habe ja Maustastatur und das Penismodul ja. hier, aber mir geht es darum, ob da mal noch Steuern bezahlen muss, ne? Ja. Ja? So einmal sagen Sie mir, welche wollen Sie nehmen? Diese hab ich lebenslang? Lebenslang, habe ich doch gerade schon gesagt, ne? Du hast auch okay, weniger so warten Speicherkapazität als mein ausgedachter Computer hier, ne? Ja, Herr Wagen. Immerhin gibst du es zu. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Wundert mich, dass ihr euch da nicht einfach eine Copy-Paste-Vorlage macht, das jedes Mal zu schreiben. Überfordert dich mental ja sehr, das merke ich ja. Ja, so und Herr, wie werden Sie uns bezahlen? Mit Master- oder Visa-Karte? Also oder mit Bargeld? Bargeld geht auch. Kommt dann jemand vorbei? Sie sollen eine Karte kaufen, das heißt Google Play Karte. Jeder Supermarkt hat diese Karte, okay? Einmal nehmen Sie Blatt und Kuli und schreiben Sie diesen Namen, Google Play Karte. Nö, das brauche ich nicht. Dann nehmen wir die Mastercard, das ist ja viel einfacher. Okay, so machen Sie das, nehmen Sie holen Sie Ihre Mastercard. Ja, ich hol die schnell aus dem Portemonnaie. Ich bin gleich wieder da. Ja. Hallo? Ja, Herr, warten Sie? Ich hab doch schon genug gewartet. 12 endlose ja. Jahre in Azkaban. Können Sie sich vorstellen, wie schlimm das war? Ja, ich war unschuldig. Ich hab den Maulwurf nicht zertreten. Ja, das waren die Muggel. Sie sollen so viel, wir haben so viel Zeit genommen. Und Herr, ich möchte sagen, wenn Sie gehen mit Bargeld, dann Sie sollen ohne 19% Mehrwertsteuerung zahlen. Aber wenn Sie gehen mit Master- oder Visa-Karte, dann Sie sollen diese Mehrwertsteuerung auch zahlen. Oh, das heißt, ja. wenn ich diese aus dem Supermarkt diese Karte kaufe, dann ist das muss ja. ich keine Steuern bezahlen? Richtig, Sie sollen nicht diese 19% Mehrwertsteuerung zahlen. Ja, aber Sie das ist doch, das ist ja doch Steuerhinterziehung. Ja, so wenn Sie machen mit dieser Google Play Karte, dann Sie sollen nicht 19% Mehrwertsteuerung zahlen. Aber wenn Sie gehen mit Master oder Visa Karte, dann Sie sollen 19% Mehrwertsteuerung auch zahlen. Was soll ich, das habe ich jetzt nicht verstanden. Was soll ich machen? Herr, wenn Sie gehen mit Master- oder Visa-Karte. Ja, okay, und was passiert? Was passiert denn, wenn ich im Supermarkt diese 600-Euro-Karte mit Visa oder Mastercard bezahle? Was passiert dann? Das müsste ja ungefähr so sein, als wenn man bei Google eingibt, dann geht ja das Internet kaputt. Und wenn ich so eine Google-Karte mit Visa bezahle, dann geht bestimmt das Zahlungssystem bei Netto kaputt. Nein, nein, hey, Sie sollen nur diese Karte kaufen, Google Play-Karte. Auf ja. diesem Karte, es gibt eine Gutscheinnummer. Sie sollen diese Gutscheinnummer uns geben, dann wir aktivieren Ihre Sicherheit sofort. Okay. Ja, das ist auf gut. Karte, gibt's denn ja, eigentlich, gibt's wirklich Leute, die so blöd sind? Ja, jeder Supermarkt hat diese Karte. Sie sollen nur diese Karte kaufen, insgesamt 600 Euro. 6 Karten wert von 100 Euro. Ja, 600 Gehirnzellen, das was bei dir vielleicht übrig geblieben ist, ne? Ne?
Sie sollen 6 Karten wert von 100 Euro kaufen. Ja, und du sollst dir, Arte, ein Arbeit ohne Betrug suchen. Verstehst du das? Wie bitte? Ich mache das jetzt einmal zum Mitschreiben. Du bist live bei YouTube. Benchot. Hast du das verstanden? Elendes Betrügergesindel. Kannst nicht mal Viren und Trojaner schreiben, findest die Zahlen auf der Tastatur und ich will's aber 600 Euro, um was zu reparieren, das gar nicht kaputt ist. Bist du so dumm geboren worden oder hast du dir das verdienen müssen? Which channel? Yeah, do you speak English, scammer? Of course you do, because your main clients, quote-unquote, are from the US, right? Talk to me, or you won't get any information. Yeah, I'm there. Tell me, what's the problem? Well, the problem is that you're a filthy scammer. You're trying to extort 600 euros to repair a virtual machine that's not even broken. May I know your name first? My name is Hans Maulwurf. Hans Maulwurf. Yeah, okay. You know my then name. You, okay. Let me write now it down for you. Okay, please write here. And your mail ID also? I need your mail ID also. What for? For the fake receipt? No. You'll get any parcel, okay, on your address. So for that, I need your email address. Oh, you will get a parcel to India. Wait a minute, okay? Yeah. I have your all information. Yeah. Address, everything. Yeah, now sure. We'll do one thing. We'll file a case against you, okay? Oh, which case would that be? Preventing online fraud? Or what's the charge? Can you spell the word here? You write down here one word, which is B-H-E-N. So can you spell out once? This one? The last one. It's Maulwurf. With B-H, yeah? Wait, let me give you my Indian friend. He can pronounce it better than me. Okay. Hello? This is Rakesh from Noida, Benchot. Why are you trying to scam the old people, right? It's not nice. Wait a minute, sir. You're a disgrace for the whole country. Wait a minute. You're a disgrace for the country. Bro. I will slap your buttocks. You are an Indian, yeah? You are an Indian. You are a scammer, right? Yes, of course. You are scamming the old people. Bad karma. Bad karma. Marjot. Karma. You are from India, yeah? Marjot. Ben, tell him, you cannot scam the old people, right? They work their entire life and you come take the money? Why do you do that? You are from Noida, yeah? You are I'm from Noida. Noida, right? Come here, I will slap you in the face right now. Do one thing, come India once, okay? Oh, come. Meet you there. Come, let's meet at the marketplace, and your right? Mother and your sister also. Oh, I will bring baseball bat, right? You can say hello to baseball bat and you can have technical support for your teeth after, right? Okay, no problem. Do one thing, come India first, okay? All right, come here. Noida, are you in Noida, scammer? One thing, pass this call on the same person, your colleague. Yeah, give me your colleague, right? I will slap him in the face right now. Do one thing, learn a proper handcraft, go find a real job, you scammer, right? Yeah, we are a scammer. Yeah, what you do are. You do now? Oh, I will post this, I will post this on the internet. Do you have any goods? Do you have a goat? Any what? Any goat? Yeah, we have several goat. We have goat farm here, right? do you have any guts? I have a lot of guts, right? But you're scamming old people. You don't have heart. You don't have soul. You don't have honor. Do one thing. I'm in India. Do whatever you want. I know that you're in India. You're a filthy scum of the earth, right? Yeah, I'm from India. You're a disgrace for our country. You're a shame for the country, right? Yeah, we are, sir, we are. You are. Also, yeah? No. I live a honorable life protecting old people and you steal money from the old people, right? You are protecting old people? Yes, I take several hours of your time every day and you don't even recognize, right? Oh my God. Nice. No, job, you don't have any God. You belong to the hellfire, right?
Alter, diese sind auch noch stolz drauf. Sagen, ja, wir sind Betrüger, klar, komm nach Indien, wenn du dich traust. Guck dir diese Idioten an. Thomas, ja, Fernsteuerung durch Thomas, ist richtig. Und jetzt gucken wir uns das Ding hier nochmal an, das vorhin so die Aufnahme ein bisschen gesprengt hat. Windows Defender Sicherheitswarnung. Das kommt, wenn du so auf eine Seite, wenn du Vogel statt Google eingibst oder Drutube statt YouTube, die kapern so Domains oder haben halt wirklich solche Script-Injects auf irgendwelchen Pornoseiten oder sonst was. Und dann wird die halt hier angezeigt, ja, so wie es halt Virenscanner-Programme wirklich machen. Hier ist eine Trojaner drauf. Und du musst jetzt unbedingt wegen fragwürdiger Aktivität ist dein Computer blockiert, unbedingt den technischen Support anrufen. Gehen wir einmal zurück, das geht immer wieder auf. Wenn wir es wegklicken, geht es immer wieder auf. Wenn wir OK klicken, geht es immer wieder auf. Ich würde ja gerne mal das andere Ding hier im Hintergrund zeigen, aber es funktioniert nicht. Windows wurde wegen fragwürdiger Aktivität gesperrt. Sie müssen uns kontaktieren sofort, geiles Deutsch, damit unsere Ingenieure, die Alter am Telefon war bestimmt kein Ingenieur, sie durch die Entfernungsprozess per Telefon. Geiler Satz. Bitte, groß geschrieben, ruf uns innerhalb der nächsten 5 Minuten. Um eine vollständige Fehlfunktion Ihres Computers zu verhindern. Fehlfunktion haben die in ihren beknackten Köpfen, diese Idioten. Ja, und das ist mal wieder, wie funktioniert der Telefonbetrug von Callcentern aus Indien? Wenn ihr sowas habt, ich habe jetzt das gleiche Problem, ich kriege es jetzt nicht weggedrückt ohne Aufwand, werde meine VM gleich runterfahren, meinen virtuellen Computer, werde das Ding wieder anmachen und die Idioten mit dem nächsten Charakter nochmal anrufen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten deutschen Scambaiting-Video. Eine gute Zeit bis dahin, Freunde.